Guck mal, so als wenn ich jetzt aufnehme. So, jetzt müsst ihr auch ein bisschen Mucke hören. Und damit willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans. Ich spiele es immer noch, ja, mit mir dem Thorsten. Aber ihr seht, ich habe überhaupt kein Licht mehr hier, denn wer nichts macht, also wer jetzt so wirklich gar nichts mehr macht, auch vor allen Dingen im Stream-Bereich, bin ich jetzt fast 3 Monate nicht online gewesen. Alle meine Videos sind weg. Es gibt, glaube ich, noch meinen Trailer natürlich und ich glaube 3 Clips oder so, aber der Rest ist hinfort. Ich habe sogar noch 7 Abonnenten, kaum zu glauben. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Aber und ich habe sogar noch so ein, zwei neue Follower die Tage noch bekommen. Habt ihr da irgendeine Vorahnung oder seid ihr mir jetzt einen kleinen Schritt voraus? Das weiß ich nicht. Mal sehen, ob es so einen Restart oder sowas gibt. Aber ich habe nur noch eine kleine Lampe hier auf dem Tisch. Alles andere habe ich im Laufe der Wochen abgebaut. Und das kann man natürlich wieder aufbauen. Also es funktioniert alles noch. Und das Game hier habe ich auch die ganze Zeit über gespielt. Wir hatten Clanspiele, wir hatten keine Clankriege hier beim Clan. Herausforderer zumindest nicht. Und oh, ich muss das mal ein bisschen heller machen. Halt. Ich muss das immer ein bisschen heller machen. Also für mich heller. So. Und ich habe ganz normal hier gelevelt. Also das Spiel ist von meiner Seite jetzt nicht in der Aufgabe, aber ich habe nur sehr wenige Accounts gespielt. Ich glaube, beim Clan Free-to-Play habe ich gar nicht gespielt. Also da habe ich noch nicht mal die Clanspiele, glaube ich, mit einem Charakter gemacht, meine ich. Ich meine mit Thorsten und mit Avatar habe ich die gemacht. Avatar hat auch über 4000 Punkte eingefahren. Wir haben das gerade so geschafft. Können wir uns gleich anschauen, denn ich habe mit Avatar noch nicht alles abgeholt. Aber heute Morgen, 1. Juli, und ich habe gesehen, im Juni habe ich echt nur 2 Videos gemacht. Geht eigentlich gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ich gelobe Besserung, aber ich gelobe Besserung. Und deswegen war ich heute Morgen schon auf Einkaufstour hier in Clash of Clans. Natürlich nicht hier im Shop. Die Pakete gönne ich mir in der Regel nicht. Aber was ich mir im Vormonat in jedem Fall gegönnt habe, ist das Szenario Kriegsbasis. Wir gehen mal in das rein. Dann seht ihr nicht jetzt gerade so meine Aktive. Und also ich habe mir das Szenario der Kriegsbasis doch noch gekauft, ich glaube 16 Stunden vor Ablauf. Und weil ich finde es schon sehr, sehr schick. Ich mag das so ein bisschen, so diesen Dark-Modus, sage ich mal, wo alles so ein bisschen dunkler ist. Und deswegen habe ich da in jedem Fall zugeschlagen, nur dass ihr nicht so erstaunt seid, Toto, du hast da ja was abbrechen, ja. Gemacht, ja, habe ich tatsächlich gemacht und ich habe mir auch den King-Skin gegönnt. Der von Oni ist, also ist dann so ein Konzept-Skin, den finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Und den habe ich auch equipped. Der Wilder König, ja, passt. Im Moment sind wir ja bei dieser ganzen Dschungelgeschichte. Und das wird ja der nächste hier. Also den, ja, den könnt ihr euch schön gucken, weiß ich nicht. Dschungelkönig Goldpass, also man muss den Goldpass nicht haben, doch, man muss den Goldpass haben, um hier den Skin zu spielen. Ja, ich habe den Goldpass schon gekauft, das seht ihr. Und also mache hier ganz normal weiter. Ich habe im Moment ein bisschen die Pets hier gelevelt. Auf mindestens Level 3, beziehungsweise den Lassie habe ich schon auf Level 4. King ist auch ein weiter, also das Spiel ist nicht an mir vorbeigegangen, Leute. Und das soll auch nicht so sein. Das Einzige, was ich halt extremst wenig gemacht habe, oh, erster Treffer hier, ist halt Videos aufnehmen und gestreamt. Ich habe auch wenig im Discord getippelt. Auch da, ich meine, es gibt immer noch den Discord von der Toto Community und habe dort aber auch eher sehr wenig von mir gegeben. Es gab jetzt auch nichts so Weltbewegendes, wo ich jetzt so an euch rantreten würde und würde sagen, das müsst ihr unbedingt wissen. Aber was müsst ihr denn eigentlich wissen? Das müssen wir wissen hier. So, ich habe keine Mauerbrecher. Das heißt, doch, ich habe ja Mauerbrecher, aber ich habe halt keine. Ich muss mal eben schauen. 1, 2, 3. Ich habe halt keine Super Mauerbrecher im Moment. So, da geht die schon mal schick durch. Mal gucken, wo die noch so hingehen.
Oh, passt. Okay. Nicht ganz durchgekriegt, okay. Habe ich noch nicht ganz durchbekommen, alles klar. Aber ich habe diese Flugreiter hier gelevelt, Leute. Und ich finde sie, muss ich einfach mal so sagen, ich finde die derbe brutal. Derbe brutal. Hier könnte die Queen eigentlich so ein bisschen springen. Und das ist ein Single. Hüpf. So, dann geben wir hier noch mal ein bisschen Feuer. Also, schade. Jetzt habe ich meine Dings hier vergessen. Mein Zeppelin. Ihr hört, ich bin gerade mächtig konzentriert hier. Aber sieht ganz gut aus. So, hier oben setzen wir mal noch den Minion. Und dann haben wir wieder einen Helden verloren. Das ist immer der King. Der King ist halt der Tank hier für alles. Aber ihr seht, diese Flugbegleiter, also die Flugreiter, ich finde die sogar auf Level 1 schon sehr stark. Im Moment spiele ich die mit Avatar auf Level 1. Und auch da finde ich die eigentlich schon ziemlich OP. Ich habe unter dem letzten Video, was ich gemacht hatte, da ging es dann noch um das Update, auch gesehen, dass mir der Noobster auch einen schönen Kommentar hinterlassen hat und er dort die Elektrodrachen auch sehr, sehr stark findet und auch er hat mir dann einen netten Kommentar hinterlassen, dass ab Minute 18 leider der Ton weg war, das ist auch eine dusselige Sache. Machen wir mal ein bisschen für ein paar Spenden. Jawohl, mach mal. Und ich hatte wieder böse Musik drin. Und YouTube hat zwar eine Schneidefunktion, die ist im Moment immer noch Beta, glaube ich, wo sie die einzelnen Spuren auch rausschneiden können. Denn ich nehme ja hier auch in 4 Spuren auf. Und das habe ich aber nicht genutzt, weil das bisher noch nicht so richtig funktioniert hat. Da hatte ich ihm auch dann getippt im Discord. Aber das tut mir natürlich leid, dass da am Ende dann der Ton weg war. Ich habe das erst gar nicht so... Ich gucke mir, wenn mein Video geschnitten ist und fertig ist, bevor ich es hochlade, nicht nochmal komplett an, sondern gucke das nur so in Stücken. Und da ist mir das natürlich nicht aufgefallen. Beziehungsweise, da war das ja noch nicht. Und wenn es dann auf YouTube hochgeladen ist und ich gucke es mir als erstes an, bevor es dann veröffentlicht wird, da habe ich es dann halt mal wieder verpeilt. Okay, also ich wollte euch aber noch zeigen, wie es denn hier beim Avatar eigentlich steht, beziehungsweise hier seht ihr eigentlich die super knappen Clanspiele. Wir haben die wirklich so knapp geschafft, 51.200. Das ist jetzt... ich hätte fast gesagt, das ist das Maximale, was wir hier rausholen können. Denn wir sind ja nicht so viele und ich habe auch eine E-Mail losgetreten, beziehungsweise hier eine Clan-Mail, dass Clan-Spiele sind Leute. Es haben dann ja doch noch welche mitgemacht, man kann es jetzt nur nicht mehr sehen. Und ich habe mir hier die Belohnung noch nicht abgeholt, ich habe noch 3 Tage Zeit. Denn mit Avatar weiß ich noch nicht genau, wie ich vorgehe. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir die Elex-Rune hole, denn der kann ja jetzt auch wieder hier forschen. Und das konnte er sowieso, aber denn hier hinten habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was Dunkles offen zu forschen, ja. Aber die Flugbegleiter hier oder die Flugreiter sind ziemlich stark, hatte ich eben schon gesagt. So, können wir hier auch reinhauen, jawohl. Wir können auch hier ein bisschen was machen, eben mal sammeln. Und verstärken tun wir mal nichts. Haben wir alles voll. Perfekt. Hier habe ich, glaube ich, den Pass auch schon. Ja, ich muss noch spenden. Ich habe den Donnerbengel hier abgezogen aus dem Clan. Also Rathaus Level 11, der spielt woanders die Liga mit. Denn die beginnt ja heute. Und ich habe heute ein bisschen Glück, so, ne? Die ersten Klicks, aber den nehme ich mal noch nicht. Ich klicke mal ein bisschen weiter. Und okay, ich spare hier im Moment Elex, deswegen habe ich 4 Erdbeben dabei. Anstelle von Zaubern. Und würde diesen hier ganz gerne mitnehmen, oder? Ja, da ist ein Single. Ich habe keinen Fries. Ich habe keinen Frost. Das könnte böse enden, ne?
das könnte böse enden. Oder wir gehen von der Seite rein. Ah, wir gehen von dieser Seite rein. Okay. Ja, hier unten an der Juwelenmine. So. Hier würde ich denn jetzt so meine Heiler mal wegsetzen oder raussetzen. Zack. Und dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt gleich unsere Queen irgendwie reinbewegen. Schauen wir mal, wie das klappert. Das Lager hier muss weg. Und ich habe allerdings auch noch ein paar Mauerbrecher. Mal gucken, wo die denn so hingehen. Oh, die gehen gut durch. Okay, Queen ist auch drin. Aber, oh, hallo. Shit. Ah, nein, meine Heiler alle weg. Mist. Meine Heiler alle weg. Und jetzt muss ich die Queen schon zünden. Alles klar. Ist aber nicht so schlimm. Hier weiß ich jetzt gar nicht, was ich hier eigentlich drin habe, Leute. Hier weiß ich gar nicht, was ich so drin habe. So, die Luftabwehr dort stirbt nicht mehr. Dann nehmen wir die mal so in Einsatz und hauen hier mit rein. Zack, Royal Champion dahinter. Und jetzt habe ich natürlich nicht mehr ganz so viele Zauber. Aber wir wollen auch nur den Loot und nicht das Rathaus. So, hier geht es noch weiter. Die können auch ein bisschen weiter. Ich arbeite hier so ein bisschen mit dem Eilzauber. Ich glaube, das ist an der Stelle eigentlich ganz gut. So, dann machen wir das mal so. Und den Champion. Ach, ich hatte Yetis da drin. Okay, dann hätte ich natürlich auch einen Blimp nehmen können. Entschuldigt, dass ich ganz nach unten gucke. Hätte ich auch die Blimp nehmen können. Und hier nehmen wir jetzt aber mal den Gift noch für die Queen, dass die dort nicht so viel Schaden macht. Na, passt das? Ja, passt noch. Kriegen wir Elex da hinten noch. Perfekt, aber wir kriegen das Dunkle nicht. Okay, na, null Dunkles. Auch nicht schlecht. Naja, man kann nicht alles haben. Aber hier unten kriegen wir noch ein bisschen Elex. Und hier ist der Dicke mal der Letzte. Okay, perfekt. Also, ein bisschen kleiner Neustart ist gelungen. 1.7. Zack, da fliegt der eine Magier auch noch hinfort. Und aber wir haben die Sterne hier geholt. Ich nehme diese Armee exakt so nach. Denn ja, können wir so machen. Denn ich wollte gleich, glaube ich, ein bisschen boosten mit dem Thorsten. Denn der muss auch noch ein bisschen was bauen. So, dann können wir hier in jedem Fall weitermachen. Halt. Nicht so. Sondern erstmal eben was anfordern. Fix wechseln, bevor wieder einer online kommt. Und ich kriege meine Spende hier nicht hin. Aber ich habe ja schon die Eingame-Spende. Und dann machen wir das hier auch immer voll. Eh nicht genug Platz. Achso, okay, für den Zauber nur. Alles klar. Einmal, zweimal. Und so lassen wir das hier auch. So machen wir das da. Ja, ja, wie gesagt, ihr seht es, im Angriffslog habe ich ihn jetzt nur immer mit dieser Truppe angegriffen und jeweils immer 100%. Ich glaube, das war auch ein 13er. Ja, das war auch ein 13er hier. Und also, wie gesagt, ich finde die schon ziemlich stark und bin mal gespannt auf eure Kommentare, ob man die vielleicht auch im Klarkrieg ganz gut nutzen kann. Also wirklich für, ich nenne es mal so, safe 2 Sterne, wenn nicht sogar mehr. Denn mit dem Queen Charge vorweg gehen die schon ganz gut. Und ihr seht auch, hier habe ich keine Super Mauerbrecher, muss mich also mit normalen Mauerbrechern hier rumschlagen. Ist aber nicht so schlimm, dass man die auch mal wieder nimmt. Okay, die kommen nicht mehr ganz durch da hinten. Aber das übt natürlich, dass man auch die Truppe nach wie vor hat und nach wie vor bespielt. Muss ich mal meinen Kaffee trinken, das ist kalt. So, ihr seht das Ganze ja auch vorne, beziehungsweise ihr nicht, sondern ich. Kann es ja auch eigentlich von vorne so ein bisschen mit dokumentieren und muss nicht immer nach unten gucken. Ja, aber auch hier so ein bisschen die Reiter gespammt und typische, ja, Boxbase oder so Kastenbase hier. Wo du natürlich sehr, sehr gut reinkommst. Blimp mit dazu, da sind 2 Drachen drin und ein Loon, glaube ich. Jo. Und dann geht das hier Kasten für Kasten durch. Also das passt so. Und zum Farmen hier, ich will nicht ganz so hochrutschen. Also ich wollte eigentlich nicht nach Titan hochrutschen.
sondern wollte mich hier so in Champion 1 bis Champion 2 so ein bisschen bewegen. Ich habe noch 3 Bauarbeiter frei, die muss ich jetzt auch irgendwie noch sinnvoll beschäftigen. Aber im Moment, dadurch, dass der Pass heute ja erst angefangen hat, ist natürlich wieder dusselig. Alles dauert länger, alles ist sündhaft teuer. Und deswegen fahre ich erstmal voll, gebe vielleicht ein bisschen was für eine Mauer aus und mache dann erst wieder die Bauarbeiter fit, wenn ich die erste verfügbare Belohnung dort habe, also was Baukosten angeht und Bauarbeiterzeit, so muss ich sagen, ja. Aber ihr seht das hier, hier bleiben endlos viele, viele noch über und es ist echt der Hammer. So, wer will hier was? Lollipop hat mal wieder den Clan verlassen, weil er wieder auf Spenden geht. Ja, das ist hier ein kleines Problem, dass hier nicht viele Leute da online sind. Aber, oh, ich habe hier ein Heldenbuch. Heldenbuch nehmen wir ja immer mit für 500. Und denn ich habe hier unten auch die Pets gelevelt, auch immer mit dem Heldenbuch, auch wenn die nicht lange laufen. 5 Tage geht ja eigentlich, allerdings ist jetzt Liga und deswegen, der läuft jetzt schon 5,5. Es ist jetzt erstmal Liga und da levelt man seine Helden erstmal nicht, denke ich mal. Und auch die Pets nicht. Hier unten könnte ich jetzt schon immer noch nicht forschen, 19 Mille, okay. Wann gibt es denn die erste Vergünstigung hier? Ausbildungsschub, Forschungsschub, Bauarbeiterschub, 200 Punkte. Soll ich das eben mit euch machen? Nee, mache ich nicht, ich mache das offline. Alles klar, oder ich mache es halt online mit euch. Lasst euch da überraschen. Ich hoffe, das kurze Feedback hier, der kleine Restart, hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren könnt ihr auch. Ich habe einiges an Abonnenten verloren. Ist aber nicht so schlimm, ist ja ganz normal. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen und unter Umständen dann auch vielleicht doch mal wieder zum Stream. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin, euer Toto. Clasht.